Und herzlich willkommen zum zweiten TK Tables Construction Video. Wir werden heute bis zur Smeltery kommen. Danach werden wir so langsam bis zum Ende auch hinaus fungieren und dann ein bisschen so ins Fortgeschrittene rein, dass wir schon mal weitermachen können. Beim letzten Mal waren wir stehen geblieben. Die ganzen Tools, die Schablonen haben wir geschafft und wie wir uns den Mörtel herstellen und in den dann verbrennen. Das läuft momentan noch weiter. Ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen weitergemacht und ein bisschen von dem Stein hier weggeholt. Also ihr braucht verdammt viel, sage ich das mal so, wenn ihr eine gute Smeltery haben wollt. Für den Anfang reicht eine kleine. Die werden wir jetzt auch gleich sofort craften. Als nächstes brauchen wir erstmal diese Ziegel als Gehäuse von der Smeltery. Wenn wir das geschafft haben, bekommen wir ein weiteres Buch und zwar die mächtige Smeltery. Wie gesagt, wenn ich das hier schon mal vorkräfte, bekomme ich das Buch und bekomme es nicht mehr erneut. Da sind wieder ein paar Rezepte drin, da sind auch die Rezepte von der Smeltery drin und so ein, zwei kleine ja, Rezepte zum Gießen, unter anderem klares Glas oder Kupfer, was geschmolzen ist. Aber da kommen wir später zu. So, wie gesagt, wir machen vier von den Bricks, das können wir nochmal machen. 1, 2, 3, 4. Hier von diesem Ziegelstein hier einfach als Viereck angeordnet bekommen wir diese Ziegel hinaus. Die brauchen wir gleich für die Smeltery. Tun wir auch mal hier rein. Danach brauchen wir einen Schmelzereikern. Um den herzustellen, hole ich mal alles hier raus. Machen wir einfach wie eine Kiste anordnen, bekommen wir diese Schmelzereikern. Den brauchen wir auch beim nächsten Mal. Sieht man das leider auf diesem Bild hier ein bisschen komisch, denn die Rahmen werden irgendwie nicht richtig angezeigt. Dann brauchen wir noch einen Schmelzerei-Ausguss. Den können wir machen. Und dann brauchen wir danach noch einen Zapfhahn. Den können wir uns auch schon mal hier rausholen. Machen wir links und rechts drei von den Ziegeln, bekommen wir einen Schmelzerei-Ausguss. Ups. Und wenn wir drei so wie einen Eimer anordnen, bekommen wir einen Zapfhahn, einen passenden. Das sind jetzt, wie gesagt, alles Materialien, die wir für die ganze Smeltery brauchen. Jetzt kommt noch ein kleiner Zusatz gleich. Dieses hier wird jetzt noch der Tank sein, wo wir Lava einfüllen müssen. Dazu machen wir einfach wie eine Kiste die Ziegelsteine an und in der Mitte einfach diesen Glasblock. Dann bekommen wir diesen gewissen Tank dafür. Zusätzlich kann man sich noch Gusskanäle bauen, aber die sind halt, wie gesagt, für wichtig, wenn man halt mit mehreren Lava-Tanks arbeitet. Da kommen wir aber später zu. Das wird halt, wie gesagt, was Fortschrittliches sein. Das braucht man nämlich auch noch. So, jetzt gibt es verschiedene Sachen, die wir uns herstellen können, wo wir unsere Materialien mit eingießen können. Einerseits ein Tisch und andererseits ein Becken, was hier auch noch ist. Das können wir so und so. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Glas in verschiedenen Formen für euch. Moment. Das ist auch immer ganz interessant, wenn man sehen will, was habe ich denn eigentlich in den Tanks drinne und was kann ich denn darin sehen? So, erstmal einmal so und das andere Glas machen wir so. Das ist für jeden anders, denn das eine Glas ist so ein bildliches Glas, das andere sozusagen eine Tankanzeige, wo man sehen kann, wie viel ich noch sozusagen in dieser Smeltery drin habe. Dazu gehen wir jetzt mal eben nach draußen hier aus dem Haus hinaus und bauen einen Anfang von einer kleinen Smeltery. Für eine kleine am Anfang reicht es, ein 3x3-Feld auszuheben. Unten rein diese Ziegel. Nun können wir uns jetzt entscheiden, wo setzen wir unsere Tische denn hin. Meinerseits empfehlend ist das immer, einen kleinen Rand zu bauen, der drumherum geht. Man braucht keine Blöcke in der Ecke machen, man braucht keine Blöcke darunter machen, denn die Smeltery funktioniert danach einwandfrei. Jetzt braucht man diese Ausgüsse und da drauf macht man die Zapfhähne. Es reicht auch ein, aber ich empfehle gern immer, wenn man beides benutzen will, so wie einmal ein Becken oder ein Tisch, sich einfach zwei davon zu machen. Dann setzt man hier einfach noch einen Schmelzereikern an. Wie ihr das anordnet, ist eigentlich relativ egal. Das könnt ihr euch für euch selber entscheiden. Ich werde es jetzt einmal so machen, wie ich meine Anfangssmelterie gemacht habe. Und dann kann man da auch mitarbeiten. Ich habe drei Tanks hingesetzt, dann mit der Lava-Ausfluss genug haben. Und dann wird man jetzt nur noch hier ein bisschen was anordnen. Man könnte jetzt auch sozusagen hier sagen, ich setze hier mir noch Glas hin. Das würde dann so aussehen. Oder man macht sich das andere Glas hier zunutze und setzt es dann so hin. Das ist eigentlich für jeden
wie er es gerne möchte. Ich habe das dann so gern gehabt, einfach hier das so zu hinsetzen. Und fertig wäre das. Jetzt können wir die Smeltery noch ein bisschen erweitern. Wenn wir jetzt mal eben hier reinschauen. Sobald die Smeltery funktioniert, sieht man das daran, dass der Ofen hier leuchtet. Jetzt haben wir einen gewissen Slot hier, Slotanzahl. Die können wir jetzt noch maximieren, indem wir einfach nochmal ein paar Reihen draufsetzen. Hier würde ich dann wieder das Glas hinsetzen. Und da haben wir noch eine Reihe draufgesetzt. Wenn wir jetzt reingucken, ist unser Slotbereich gleich noch etwas höher. Wenn wir jetzt sagen, oh, wir möchten noch mehr haben, weil wir so viel verbrennen, kann man noch gerne noch eine Reihe draufsetzen. Das ist eigentlich relativ egal, was man da hinsetzt. Es geht nur darum, dass sie dazu passt. Wenn wir das jetzt nochmal gucken, hier rein, haben wir noch mehr Platz. Und das wäre eigentlich sozusagen der kleine Anfang. Jetzt kommen wir nochmal zu den Schablonen zurück, die wir hier haben. Dann schmeiße ich mal eben das ganze Material hier weg. Und zwar tun wir das mal eben hier rein. Und ich hole mir mal eben noch ein paar Eimer. Beziehungsweise ich brauche nur einen Eimer im Kreativmodus. Gehen wir nochmal schnell zurück. Und für jeden Anlauf brauchen wir 4 Eimer pro Tank. Das heißt einfach so, ja, wie gesagt, 4 Eimer pro Tank. Ich habe jetzt 12 Eimer verwendet, damit halt in meiner Smeltery Lava vorhanden ist. Jetzt gehen wir nochmal schnell zu den Schablonen zurück und nehmen uns gleich dann schon mal was raus. Wir hatten ja beim letzten Mal das andere Buch, du und deine Materialien bekommen. Jetzt können wir uns sehen, wie mache ich denn eine Pickaxe, eine Schaufel, ein Hashtag oder halt Kombis oder Schwerter oder Bögen. Dazu nimmt man jetzt das passende Material, das steht auch dabei, was man dazu verwendet. Hier zum Beispiel ein Pickaxe-Head, ein Toolrod und Toolbinding. Das holen wir uns hier raus. Dann brauchen wir diese hier. Toolbind. Ne, ich glaube, das brauchen wir nur. Bup, 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 bup. Bup, 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 bup. Wo ist das andere denn? Da ist der Kopf. Und ich glaube, das ist das. Dann werde ich das empfehlen, immer wert Cobblestone, weil das Material öfters vorhanden ist auf der Welt. Dann legen wir hier oben einfach Cobblestone rein. Nehmen den Spitzhackenkopf. Ich mache mal direkt 2 raus. Der Grund erkläre ich euch gleich. Dann brauchen wir noch hier diese Schablonen dafür. So. Upp, das war jetzt zu viel des Guten. 3 haben wir dann jetzt eben. Ist auch egal. Jetzt bekommen wir eigentlich sozusagen hier noch so ein Steinschad, beziehungsweise weil wir nur einen halben Materialkosten brauchen, können wir das hier nochmal drauf verwenden und haben dann auch 3 Stück raus. Das ist natürlich dann einfacher, nicht so viel Cobblestone zu verbrauchen. So, und jetzt wenn wir uns schon unsere erste Spitzhacke machen, und zwar gibt es hier verschiedene Modus. Hier ist einmal die Reparations- und Modifier-Station und dann können wir Pickaxe auswählen, weil wir das gerade hatten, legen die passenden Materialien hier rein und bekommen unsere Steinspitzhacke. Die sieht dann so aus und ihr könnt damit bis zum Diamantlevel oder bis Eisenlevel, Goldlevel abbauen. Sieht ganz interessant aus. Habt auch sozusagen hier die erste geschafft. Jetzt wollen wir dann beim nächsten Mal so machen, dass wir halt verbesserte Werkzeuge bekommen, die Werkzeuge noch qualitativer bauen und welches Material wir für andere Werkzeuge noch verwenden können. Deswegen würde ich sagen, ich schmeiße das hier nochmal rein, das ganze Material, was ich hier nicht brauche. Und dann würde ich mich auch von euch verabschieden. Und dann kommen die Smeltries und die Flüssigkeiten und danach kommt etwas Fortgeschrittenes noch, was man noch verwenden kann. Das würde ich sagen, bis dahin, euer Flash-Shooter-LP und tschüss.